frohsten bin ich, wenn ich kreativ sein kann. Im Austausch mit anderen neue Ideen entwickeln und deswegen auch die Besuche in Afrika. Im Trommelzauberdorf, da ist halt dieser magische Ort für mich, wo ganz, ganz viele Ideen entstanden sind. Trommelzauber existiert jetzt seit 20 Jahren. Ich habe ganz alleine, ganz klein angefangen. Das Programm, was ich im Moment mache, heißt Tambo Tambo und das ist wie eine Art Reisevorbereitung. Die ganze Woche bereiten wir uns auf diese Fantasiereise vor. Ob es eine Fantasiereise ist oder nicht, darüber rätseln einige Kinder die ganze Woche. Für mich ist das Trommelzauberdorf keine Fantasie. Es gibt dieses Dorf wirklich. Und ich glaube, das merken die Kinder auch. Ich habe eine Erziehung genossen, da musste ich immer ziemlich brav sein. Also die Botschaft, die ich von zu Hause mitbekommen habe, alt und grau kannst werden, bloß nicht frech. Und ich habe gemerkt, durch das Trommeln kann ich Aggressionen loswerden, ohne jemand wehen tun zu müssen. Die Trommeln sind die einzigen Spezies auf der Welt, die sich freuen, wenn man draufschlägt. Ich bin dann 1993 zum ersten Mal nach Südafrika und Simbabwe geflogen. Und da habe ich hautnah erlebt, wie gemeinsames Trommeln, Singen und Tanzen Menschen verbinden kann. Und dann war die Frage, gut, wo lernt man Trommeln? Am besten da, wo die Trommeln herkommen. Dann bin ich hier in Abene gelandet. Afrika. Chef de village. Tamborena. Yeah. Abene ist der Ort hier im südlichen Senegal, in der Casamance. Hier hat 1997 mein erstes Trommelcamp stattgefunden. Und dann bin ich immer wieder hierher gekommen. Ich war über 60 Mal hier und habe 2,5 Jahre meines Lebens hier verbracht. So konnte ich hier auch tiefer in die Kultur einsteigen. Die Leute hier freuen sich natürlich, wenn ich immer wieder Gäste aus Deutschland mitbringe, die hier Trommelkurse machen. Und auch Sachen kaufen. Ja, ich bin der schwarze Deutsche. Uns hier in Abene, ich spreche Deutsch. Ich habe hier alles mein Deutsch gelernt. Ja, mit meinem Master, meinem deutschen Master, heiße Johnny Lembris, mein Freund, mein guter Freund. Ja, super. Okay, von mir du willst pour ça? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Viele, 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 viele. Viele, viele. Viele. Hallo, Hilfe, Hilfe. Das Unglaubliche war, dass ich hier die zwei besten Trommler des Landes kennengelernt habe. Zuerst Samba, das wurde mein Trommellehrer. Und dann gab es Bakari, den König der Bugarabu-Trommeln. Das sind die Trommeln des Chola-Volkes. Super Bild von Bakari. Wirklich, also so getroffen mit der Mütze, die er damals anhatte.
first we arrived on there. Ich war nie in meinem Leben so entspannt wie nach den 3 Wochen Trommelkurs hier. Von Anfang an arbeite ich mit Abdullahi, den hier alle Lai nennen, zusammen. Er ist der Erfinder der kleinen Trommelketten. Die Arbeit mit Lai ist für mich ein großes Geschenk. Er macht die Arbeit mit einer solchen Freude und er weiß auch genau, wie viel Freude er mit seinen Trommelketten den Kindern in Deutschland macht. Ça, ça sont les éléphants, mm-hmm. Ça sont les singes, mm-hmm. Ça sont les girafes, mm-hmm. Et ça sont les antilopes. C'est vrai. Der hat viele Leute, die inzwischen für ihn arbeiten. Weil inzwischen werden 30.000 so Trommelketten im Jahr hier produziert. Das Trommelkettenprojekt funktioniert von Anfang an. Und ich weiß auch warum. Weil wir beiden begegnen uns auf Augenhöhe. Der weiß, dass er was Wunderbares hat. Ich bezahle einen fairen Preis dafür. Und alle sind zufrieden. Das ist absolut Win-Win. Mhm. Okay. Ja, und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Mann. Er heißt Kebarumba. Er wohnt in der Bezirkshauptstadt Sikkimjor. Er hat sich zum Nachfolger von Bakari als Inspirator von Trommelzauber entwickelt. Pour gagner ta vie, c'est trop lent. Mais depuis que je connais Johnny, je te dis merci Dieu. Je suis le dernier des membres de Tambourena. Mm-hmm. Mais quand même, je suis essayé de faire le bien pour le Tambourena. Tu es un modèle pour les artistes. Et aussi comme musulman, merci. J'ai le grand respect. Si je gagne, ouais. Merci Dieu. Si je ne gagne pas, merci Dieu. Ouais. Et je préfère à ma vie comme ça. Mm. Surtout, je fais attention beaucoup avec mes amis. Mm. Je ne mens pas avec mes amis. Yeah. Parce que mensonge, ça a gâté à métier. Ouais. C'est pas bon. Allah maïsi maïa. Amin, amin. Der hat eigene Trommeln erfunden. Seine 9 Kinder machen alle auch Musik. Keba kennt wunderbare Geschichten. Das ist auch wieder Win-Win. Der sagt zu mir, ich bin so froh, dass ich hier mal meine Geschichten erzählen kann, weil ich habe immer Kopfweh, weil ich zu viele Geschichten habe. Keba ist ein echter Freund geworden. Ich bin froh, dass ich dem auch helfen kann. Und er macht auch noch Trommelketten. Et moi, on a travaillé ça uniquement pour Johnny Tambourena. Musik.
mich schon bei einigen Liedern inspiriert. Da ist zum Beispiel das Lied Masimba Masamba Sitokoto. Sitokoto heißt unterm Baobabbaum. Das ist Jeanette, die Chefin und Besitzerin von diesem Camp. C'est le coco et le poisson, Afrique. Afrique, coco sec. Ici la servante, c'est Jeanette. Je fais tout. Bon, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. C'est beau pour les jardiniers de Cossé. Toujours au travail. Kura, kura misaya, longa ma kura, kura misaya ma tenele. Kura, kura misaya, longa ma kura. Es ist wunderbar, hier ist am Strand direkt. Es sind wunderbare Pflanzen hier, die Vögel sind hier unglaublich. Je le dépose comme ça et je le couvre avec des feuilles. Seit 13 Jahren bin ich hier immer wieder gerne zu Gast. Das ist eine sehr spirituelle Frau, die unglaublich die Natur liebt und auch ein großes Herz hat für Künstler. Das Problem, was man auch sieht hier im Hintergrund, was wahrscheinlich Abschied von hier bedeutet. Chinesische Investoren haben ein großes Grundstück gekauft und eine Fabrik in direkter Nachbarschaft gebaut. Je suis très heureuse aussi pendant des années que tu viens ici. La musique que tu nous as montrée. Aïwa Evo Inge Aïwa. Aïwa Evo Inge Aïwa. Ça nous a fait découvrir nos propres racines. Parce que lorsqu'on était petit, on chantait ces chansons. Mais on est parti, on est devenu grand. C'est fini cette puissance de musique. Et maintenant, toi, tu nous as fait découvrir ça pendant des années que tu viens ici, tu nous as fait faire ça. Ça m'a aidé beaucoup dans mon travail aussi. Anfangen mit dem gemeinsamen Trommeln und ein paar Lieder singen. Es ist einfach ein großartiger Moment. Kann es sein, dass ihr Spaß habt am Trommeln? Ja! Sehr gut, dann bin ich richtig hier. Erstaunen, was immer beim Fachpersonal hervorgerufen wird. Wie schafft der das da vorne, dass die alle mitmachen und dass die still sind, wenn sie still sein sollen? Da haben wir ein einfaches Mittel seit 20 Jahren und das ist dieses Geheimzeichen. Und wenn ich das mache, dann wissen die Kinder, sie sollen still sein. Das Trommelzauberkonzept gibt den Schulen ganz praktische Ideen an die Hand, wie der Schulalltag ganz spielerisch aufgelockert werden kann. Wir bieten den Lehrkräften damit auch die Möglichkeit, ihre Kinder auch mal von einer ganz anderen Seite zu erleben. Und das wiederum wirkt sich positiv auf den gemeinsamen Schulalltag aus. Ihr
Der Name Tamburena für dieses fiktive Dorf, wo Kinder aus der ganzen Welt zusammenkommen und gemeinsam Trommeln singen und tanzen, der ist nicht hier entstanden. Der ist in Argentinien entstanden. Das habe ich einer Frau am Strand erzählt, was ich mache, und dann sagt die, das klingt nach Tamburena. Da dachte ich, wow. Aber hier ist sehr viel Inspirationsquelle. Also wenn ich hier durch den Busch gehe, ich bin ein Buschmann, ich komme aus dem Busch, aus dem Allgäu. Meine Erfahrung ist, am besten bin ich kreativ, wenn ich mich bewege. Wenn ich am Schreibtisch sitze und den Buddha mache, kommt wenig. Schon bei meinem ersten Aufenthalt in Abene entdeckte ich überall klingende Sachen. Alles Rhythmus. Die habe ich genommen damals fürs Geheimnis der Zaubertrommel. Als Idee, weißt du, dass Bäume tanzen und klingen und so. Sieht aus wie Landjäger. Mir war das damals nicht klar, aber in der Geschichte steckt unglaublich viel, deshalb ist die auch so erfolgreich. Der Zauberbaum in der Geschichte, der gibt den Kindern das Zauberholz für die Zaubertrommel nur, weil sie versprechen, mit allen Brüdern und Schwestern Bäumen gut umzugehen. Das Zaubertier gibt seine siebte Haut. Nur dann, wenn die Kinder versprechen, dass sie auf alles, was lebt und sich bewegt, gut aufpassen. Zu solchen Gedanken kommt man ja nur, wenn man in der Natur ist. Afrika. Ich bin seit 20 Jahren auf der Suche nach gut klingenden afrikanischen Wörtern, die Kinder in Deutschland gut nachsingen können. Ich beachte da die alte Disney-Formel, Simple and Beautiful. Comment on dit dans votre pays si votre fils a quelque, fait quelque chose de bien, il a bien fait, il ferait hey mon fils tu as bien fait, il faut continuer comme ça. Voilà. Attends. Gerne frage ich auch Flüchtlinge oder Händler aus anderen afrikanischen Ländern, die hier ihr Glück suchen, nach Wörtern, Liedern und auch Geschichten. Comment on dit merci? C'est hommage de Bakary. Ich habe die Originalmelodie eines uralten Liedes genommen, ein bisschen verändert. Auch den Text habe ich zu Ehren Bakarys ergänzt. Mit einem rhythmischen Satz von Bakary. Ich freue mich schon jetzt, dieses Lied den Kindern in Deutschland zu zeigen, denn dieses Lied und der Tanz werden ein wichtiger Bestandteil unseres neuen Programms. Bakary war im besten Sinne des Wortes einfach nur verrückt. Der hatte so einen engen Kontakt zu seinem Volk, weil es sprechende Trommeln waren. Und der hat mit den Trommeln gesagt, was die Leute, was seine Tänzer tun sollen. Sum sum le chiban, sum sum le chiban. Das heißt in der Chola-Sprache, das Fest ist so schön, das soll niemals enden.
wo ich ihn das erste Mal getroffen habe. Da hat er getrommelt für unsere Gruppe. Ich habe damals nichts kapiert, nichts verstanden. Aber ich wusste, irgendwie ist der anders als die anderen. Und dann hat der Chef der Gruppe, Ponda aus Suriname, gesagt, es könnte für den letzten Abend könnte noch mal Künstler raussuchen. Alle sagten Bakari. Und dann habe ich genauer aufgepasst und versucht, mehr zu verstehen. Dann hatte der drei Tänzer mitgebracht. Profitänzer. Und hat mit denen kommuniziert, hat denen mit den Trommeln Anweisungen gegeben, wie die tanzen sollten. Ich dachte, was ist das denn? Das ist, weiß nicht, wie Alphörner in der Schweiz oder so. Da wird die Seele ganz tief berührt. Ohne den Bakari gäbe es Trommelzauber nicht. Das ist die Wahrheit. Gell? Und ich bin sicher, dass der da, wo er jetzt ist, gut auf das Projekt aufpasst. Na Baraka. Bakari, hab tausend Dank für all das, was du für Trommelzauber getan hast. So, komm schon. Si tu travailles pas, on mange pas? Eh, ja. N'est-ce pas? Ton vieux, il a parlé comme ça? On raconte ya, les tourner. C'est manche. Wer nicht arbeitet, isst nicht, hat der Bakari immer gesagt. Ich fühle mich mit der Familie von Bakari immer noch sehr verbunden. Es ist eine alte afrikanische Tradition, die Familie auch nach dem Tod des Meisters weiterhin zu unterstützen. Deswegen habe ich über Jahre, also auch nach dem Tod von Bakari und als der Bakari auch noch lebte, immer den Reis gekauft für die Familie. Weil wenn eine Familie hier Reis hat, dann ist für den Unterhalt gesorgt, den Rest kriegen sie irgendwo her. Babukar, der älteste Sohn Bakaris, hat jetzt das Erbe seines Vaters angetreten. Was ist Babukar Djeju? Der primäre Name von meinem Vater Bakari Ole Senior. Meine Unterstützung, meine Hilfe hat er. Mais, tu vas apporter ça un peu. Mais après, il faut enlever. Parce que tu n'es pas la photocopie de lui. Bugarabu-Trommeln sind keine heiligen Trommeln. Sie sind eigentlich Party-Trommeln. Ein Bugarabu-Trommler ist ganz oft ein Alleinunterhalter. Ich habe Bakari einmal erlebt, wie er ganz alleine bei einer Hochzeit 7 Stunden lang 500 Leute bei einer Hochzeit zum Tanzen und zum Lachen gebracht hat. Ich bin sehr content mit den Salman, les amis de mon père. Pour attraper Johnny demain et faire une collection entre vous, c'est bien. C'est
C'est l'union qui fait la force. Ouais, il faut toujours rester ensemble. Moi, aujourd'hui, je te dis, tu es mon papa. C'est pas question de la peau. Non. Mm. Tu es mon papa. Si tu vois les conseils pour moi, il faut donner. C'est ça que je vois. Abene lebt noch ganz viel von der Musik. Ich habe einen Musiker hier getroffen, Alien, der ursprünglich aus Guinea-Conakry stammt. Ein Riesentalent. Was er mit dem Balafon macht, das ist einfach der Hammer. Es macht mir so viel Freude, mit Alien zusammenzuarbeiten, mich von ihm inspirieren zu lassen. Ich frage ihn manchmal rhythmisch, technisch, wenn ich nicht weiterkomme, ob er eine Idee hat. Die Melodie, qui va ensemble. Ouais. Tu comprends? Das ist, was ich suche, ich trouve pas. Parce que je suis trop serré dans cette Melodie. Ja. Qui est tellement créatif. Les autres sont de très bons artisanats. Oui. Ils sont bien joués. Mais toi, pour trouver les nouveaux mélodies, les nouveaux. C'est ta folie. Toi? Non. Vraiment, c'est. C'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est toi, travailler dur. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? C'est tout ce que tu travailles, tu vas voir. Quand tu travailles bien, tu vas voir bien. Et quand tu travailles mal, toujours tu continues avec ça aussi. Hierher zu kommen, speziell hier ins Trommelzauberdorf, Papa, ist wie nach Hause zu kommen. Joni, thank you. Ja. Vieles ist einfach mit hier verbunden. Je digitaler die Welt wird, das ist meine tiefste Überzeugung, umso mehr brauchen wir einen Ausgleich. Es gibt kaum was Besseres wie Trommeln, Singen, Tanzen. Weil da kommst du mit dir selber mehr in Kontakt. Das heißt, du spürst dich mehr, dadurch wirst du lebendiger. Je mehr du bei dir selber bist, umso weniger anfällig bist du für Konsum. Du brauchst keine Kompensation mehr, um dich mehr zu spüren. Habt ihr ein bisschen Reisefieber mitgebracht? Ja! Guck mal, ob das Reisefieber reicht, um nach Afrika zu fliegen. Trommeln bei Kindern hilft der Motorik, der Sprachentwicklung und der Konzentration. Außerdem hilft es, spielerisch Aggressionen abzubauen. Trommeln bietet schnelle Lernerfolge und erhöht damit das Selbstwertgefühl. In einem Wort, trommelnde Kinder sind starke Kinder. Die ganze Woche über wird unter den Kindern die Frage diskutiert, ob wir wirklich nach Tamborena fliegen oder nicht. Die Fantasie eines Kindes ist ganz was Wertvolles. Die sollte man beflügeln. Nach Tamborena. Es begleitet Sie heute auf dem Flug unser Co-Pilot Stefan Hertel. Also Trommelzauber, die Idee kam, wie gesagt, aus dem Kollegium. Eine Frau Schäfer hat es damals mitgebracht von der Didakta und war hellauf begeistert. Das war aus meiner Sicht die schönste Veranstaltung, seit ich überhaupt im Schuldienst war.
Und deshalb wollten wir es jedem Grundschulkind einmal in 4 Jahren zukommen lassen. Die ganze Projektwoche ist, wie gesagt, eine Reisevorbereitung. Da wird die ganze Zeit gebastelt und gehämmert. Wir sind die Stewardessen auf dem Flug nach Tamburela. Dann fliegen wir im Zauberflugzeug nach Afrika, ins Trommelzauber rauf und erleben da ein schönes Fest. Ihr ganz alleine! Und dann ist die Frage, ja, ist das echt oder ist es nicht echt? Ist dann nicht mehr wichtig, ist meine Erfahrung. Und die Eltern gucken zu und klatschen und die müssen ja auch mitmachen. Die Eltern dürfen ja auch an einer Stelle mittanzen. Es ist ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis. Da spielt der Glaube keine Rolle, da spielt der Geldbeutel keine Rolle. Weil es urmenschliches Tun ist. Trommelzauber. Das heißt gemeinsam trommeln, singen und tanzen. Jeder, der mitmacht, wird lebendig und dadurch entsteht eine tiefe Verbundenheit. Ich erlebe täglich bei meiner Arbeit, wie dadurch Brücken gebaut werden zwischen Menschen und auch zwischen Kulturen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft gerade heute solche Brücken braucht, die Menschen zusammenführt. Und dazu möchten wir von Trommelzauber unseren Beitrag leisten. Das Schöne an der Veranstaltung ist, dass A, jedes Kind mitmachen kann. B, sind alle Sachen, die man im Prinzip einfach umsetzen kann. Das heißt, jeder ist dabei und jeder bringt seinen Beitrag zu dieser Aufführung. Und das halte ich für elementar wichtig. Ja? Egal, ob ich jetzt gut trommle oder schlecht trommle, spielt gar keine Rolle. Ich gebe heute mein Bestes. Und das bringt am Schluss die Veranstaltung dann auch raus. Und das finde ich klasse. Eigentlich müsste man, sage ich mal, in der Schule jeden Tag mit einer halben Stunde Trommeln beginnen, dass man einfach auch entspannt in der Tag geht, das alles ein bisschen locker sieht. Und vielleicht auch mal differenziert, was ist denn wichtig im Leben und was ist vielleicht nicht so wichtig im Leben. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man immer den Blick öffnet für die weite Welt, weil die Kinder, die bei uns leben, wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht. Und es ist wichtig, ja, in einer Welt zu leben, wo man einfach den Blick öffnet auch für andere. Wenn ich in einem Satz zusammenfassen sollte, was Trommelzauber bedeutet, es ist das, was mir zutiefst Freude macht, das teile ich mit anderen. Und ich weiß, wie gut es mir tut, wenn ich mich bewege, wenn ich singe. Das schüttet Glückshormone aus. Und das merke ich jeden Tag. Und nicht nur bei mir, sondern bei ganz, 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 ganz vielen großen und kleinen Kindern. Und das ist wunderbar. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr weiter trommelt? Ja! Ja. Wir haben jetzt ein Team zusammen, mit dem es ganz viel Freude macht zu arbeiten und neue Programme zu entwickeln. Auch unsere Büromannschaft macht eine ganz tolle Arbeit und hält den Trommelzauberern vor Ort den Rücken frei. Das Trommelzauberteam ist bereit für die nächsten 20 Jahre. Thank you.
ganz besonders stolz bin, für jede von uns verkaufte Trommel wird ein neuer Baum gepflanzt.